Mir zugeschaltet ist Rolf Abweiler, ist Bioinformatiker vom European Bioinformatics Institute in Gallenkirchen. Und es ist einer der Wissenschaftler, der die Bundesregierung zum Beispiel auch in der Corona-Krise beraten hat. Und jetzt haben Sie ja berechnet und damit willkommen bei Welt. Ende Februar werden die Infektionszahlen nach Ihrem Sinkflug durch den Lockdown wieder steigen. Wo haben Sie das her? Wie berechnet man sowas? Ja, das ist aus den Erfahrungen, die man halt in anderen Ländern gesammelt hat. Also ich bin jetzt wieder zurück in Großbritannien. Ich bin jetzt nicht mehr in Gallenkirchen, sondern in Saffron Walden in der Nähe von Cambridge, wo unser Institut, das Amble EBI, beheimatet ist. Und einer unserer Forschungsgruppenmitarbeiter, unser Forschungsgruppenleiter hatte halt die Daten hier in Großbritannien damals analysiert und konnte zeigen, dass, was immer man auch macht, die britische Variante 6 bis 8 Mal schneller sich verbreitet als die anderen Varianten. Also um das mal dann plastisch darzustellen, im November-Lockdown in Großbritannien, der ähnlich stringent war wie der jetzige in Deutschland, sank die insgesamt die Inzidenz um etwa 50%, aber die von B.1.1.7 ging um das Vierfache hoch. Und diese Zahlen werden ja auch von anderen so in den Raum gebracht, so zwischen 30 und 70% mehr infektiös. Das bedeutet auf einen Monat betrachtet 6 bis 8 Mal so schnell wie, wie die herkömmlichen Varianten. Herr Abweiler, nun gibt es aber auch Wissenschaftler, Experten, die da sagen, so dieses Schielen auf die absoluten Zahlen, auf Statistiken ist schon deshalb schwierig, weil ja das ein dynamischer Prozess einerseits ist, klar, und wir durch mehr Tests auch mehr Infektionen in der Lage sind nachzuweisen. Ja, das stimmt, aber es ist in Deutschland in den letzten Wochen jede Woche etwa um 1 Million rum getestet worden. Da ist nicht mehr getestet worden, von daher kann das nicht der Faktor sein. Wenn jetzt aber die deutsche Politik sagt, gelockert wird erst ab einer Inzidenz von 35, von 50, halten Sie das als Wissenschaftler für tatsächlich wichtig und richtig, so zu agieren, so vorzugehen? Ja, die Inzidenzen sind halt der einfachste Parameter, den wir zur Verfügung haben, der noch relativ zeitnah am Infektionsgeschehen ist. Also nachdem Leute krank werden und sich testen lassen, dann ist es ja meistens so 4, 5 Tage nach der ursprünglichen Infektion. Und dann hat man halt vielleicht 6, 7 Tage danach, 5 bis 7 Tage danach das Ergebnis. Das ist das Nächste, was man im Moment zur Verfügung hat. Das ist kein idealer Wert, aber er hilft einem, das zu verstehen. Und die Situation ist, wie Sie ja schon gesagt haben, ziemlich unterschiedlich. Also wir haben ja in Deutschland in den verschiedenen Kreisen Werte von etwa einer Inzidenz von etwa 10 bis über 300. Daher wäre es ideal, wenn man halt regionaler, kleinteiliger rangehen könnte. Aber dann müsste man trotzdem natürlich die Werte der Inzidenz heranziehen als einen wichtigen Parameter, um Maßnahmen zur Lockerung oder zur Verschärfung einzuführen. Sagt Rolf Abweiler, seines Zeichens Bioinformatiker. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Abweiler. Dankeschön. Gern geschehen. Auf Wiedersehen.